Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Ich weiß gar nicht, was ich peinlicher finden soll, dass Ricarda Lang wirklich erklärt hat, dass wir Russland praktisch hier wirtschaftlich mehr oder weniger komplett besiegen, dass Putin sich verzockt hätte, oder last but not least das Beste, dass die Grünen die neue Wirtschaftspartei in Deutschland wären und wir ein neues Wirtschaftswunder bekommen würden. Nun, es gibt nun neue Daten zur Entwicklung Deutschlands und auch zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft und auch eben der Aussicht für die deutsche Bevölkerung, die damit dranhängt. Und ich kann nur so viel sagen, es ist wirklich extrem erschreckend. Es ist eine extreme Blamage für Ricarda Lang, denn sie klappt hier förmlich zusammen bei dem, was sich davon sich gegeben hat. Und wie lächerlich ich das erwirst, seht ihr im heutigen Video. Wer sich aktuell die Frage stellt, warum Deutschland in die Situation hereingeraten ist, wo wir nun aktuell stehen, dass die Wirtschaft eben den Bach runtergeht, dass wir drauf und dran sind, wirklich aktiv in einen Krieg hineinzurutschen, der wird nicht umhinkommen, die Verursacher zu benennen. Und auch wenn es medial in Deutschland von vielen nicht gerne gehört wird, die Verursacher, die sitzen eben in der deutschen Regierung, die nennen sich Bündnis 90 Die Grünen. Und die Parteichefin Ricarda Lang, die ist eigentlich exemplarisch für alles, was in diesem Land politisch gesehen wirklich falsch läuft, denn sie hat ja wirklich ganz selbstbewusst erklärt. Und es ist, wie gesagt, gerade mal ein paar Monate her, Putin hätte sich eben verzockt, ich blende hier auch die Quelle, in der Süddeutschen Zeitung ein, dass sich jeder nochmal ein Bild davon machen kann, dass sie wirklich sowas von sich gegeben hat. Und wir hätten hier praktisch die tolle Solidarität, wir würden in Demokratie zusammenstehen und Russland würde jetzt praktisch krachend verlieren. Das war so mehr oder weniger der Sinn ihrer Aussage. Und dann gab es weitere intelligente Aussagen in der Vergangenheit, zur Energiekrise zum Beispiel, wie das russische Gas wäre ja nie billig gewesen. Nein, wir würden jetzt alle einen Preis dafür zahlen. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn, muss man wirklich so deutlich sagen, weil das russische Gas war eben faktisch gesehen sehr preiswert und dass wir das jetzt nicht mehr haben, kommt unserer Wirtschaft teuer zu stehen. Aber Ricarda Lang, die hat ja eine eigene Agenda mit den Grünen. Sie will es so verkaufen, als wäre diese neue Art zu wirtschaften, also einen Wirtschaftskrieg mit Russland zu führen, immer mehr aufs Klima zu schauen, als eben die Profitabilität der eigenen Wirtschaft. Das wäre ja toll, das wäre ja modern, hip und grün. Aber die Wahrheit, die sieht nun mal etwas anders aus. Und das sieht man jetzt eben daran, dass Ricarda Lang ein Versprechen gemacht hat, was sich jetzt als riesige Blamage zeigt, wenn man neue Zahlen anschaut. Sie hat ja wirklich versprochen, die Grünen würden die neue Wirtschaftspartei in Deutschland werden. Und man konnte ja schon ganz neugierig sein. Man konnte erwarten, was kommt da jetzt? Ein neues, grünes, dickes Wirtschaftswunder, wo wir uns alle drüber freuen würden, was richtig toll wird. Nein, das ist eben nicht gekommen. Was gekommen ist, das zeige ich euch gleich. Doch lesen wir nun ohne Umschweife rein in den Fokus hier in einen wirklich brillanten Beitrag des Journalisten Gabor Steingart. Hier heißt es nämlich: Der Westen will Putin ökonomisch in die Knie zwingen und scheitert grandios. Russische Volkswirtschaft wird wieder wachsen. Die russische Volkswirtschaft erlebte, wie der Westen auch im vergangenen Jahr, eine Delle und wird in 2023 laut der Vorhersage des Internationalen Währungsfonds IWF wieder wachsen. Der IWF geht von einem Wachstum um 0,3% aus. In 2024 dürfte das russische Wachstum das deutsche Wachstum deutlich übertreffen, sagte der IWF. Der Versuch, das Land ökonomisch in die Knie zu zwingen, ist damit gescheitert. Und das, Leute, das hat es wirklich extrem in sich. Der Versuch, Russland in die Knie zu zwingen, ist gescheitert. Solche Meinungen, die dürfen ja angeblich nirgendwo mehr gesagt werden. Das ist ja alles böse, das ist ja alles Putin-freundlich, aber es ist vor allem noch eine andere Sache. Es ist schlichtweg die Wahrheit, egal wie man dazu steht. Denn dass die russische Wirtschaft stärker wächst als die deutsche, das ist ja in einem Wirtschaftskrieg offensichtlich ein Faktum, wenn es so eintreten sollte, dass Russland diesen Wirtschaftskrieg zumindest auf absehbare Zeit gewonnen hat. Weil das sind ja wirklich Daten, wenn eben eine Mannschaft zwei Tore schießt und die andere nur ein Tor, hat sie eben gewonnen. Da gibt es nicht viel zu interpretieren oder viel zu sagen. Und genau das ist eben das Thema. Wie konnte das Ganze so weit kommen? Nun, wir müssen einfach mal Klartext sprechen. Wir müssen ein paar Fakten analysieren, die eben so Menschen wie Ricarda Lang zwar komplett blamieren, weil ihre Ideologie eben als komplett gescheitert anzusehen ist, die aber trotzdem unumstößlich sind. Zum Beispiel, dass es eben diese geschlossene Weltgemeinschaft zur Unterstützung der Ukraine schlichtweg nicht gibt. Nachdem Argentinien zum Beispiel Kanzler Scholz beim Thema Waffenlieferungen komplett abgewatscht hat, ist nun auch Brasilien nachgezogen und der neue Präsident Lula hat sich sogar geweigert, sich überhaupt irgendwie mit der Ukraine zu solidarisieren. Also da herrscht eine Art komplette Neutralität in den meisten Staaten dieser Welt. Hat man zum Beispiel auch gesehen bei der Afrikanischen Union, oder dass die Schweiz zum Beispiel keine Munition liefern will oder generell, dass überhaupt Südamerika oder Asien sich mehr oder weniger fast komplett da raushalten. Dass also die Leute, die sagen, wir müssen unbedingt die Ukraine unterstützen, einseitig in diesen Krieg eingreifen, dass es weltweit gesehen eine kleine
eine Minderheit ist. Und deswegen kann Russland eben international auch nicht irgendwie ruiniert werden. Und die deutsche Wirtschaft kann nicht irgendwie ein tolles grünes Wirtschaftswunder schaffen, wenn es eben mit eigenen Sanktionen den größten Energielieferanten, nämlich Russland, komplett verärgert und damit zu diesen Spannungen führt, die es jetzt eben gibt. Und der zweite Punkt, der genauso wichtig ist, am Ende siegt eben doch der Konsum. Wenn nur ungefähr 9% der westlichen Unternehmen überhaupt aus Russland sich zurückgezogen haben, da muss man doch mal deutlich sagen, das Ganze, das ist wirklich nur eine Art Geschwätz, eine Art Geschwalle der oberen Politiker, der regierenden Politiker in Deutschland. Wenn es darum geht, entweder Geld verdienen oder Sanktionen gegen Russland, entscheiden sich die meisten eben doch fürs Geld verdienen. So ehrlich muss man einfach sein, auch das sind die Fakten. Und deswegen kann man wirklich hier auch nur ganz klar konstatieren, wir haben eben ein Land, wo Politiker wie Ricarda Lang, aber auch andere Grüne uns in einen Wirtschaftskrieg stürzen. Aber im Endeffekt vernichten wir uns mit diesem Wirtschaftskrieg nur selbst. Und ich finde, wenn wirklich hier eine IWF-Prognose das schon klar belegt, dann müssten wir da in Deutschland drüber reden. Es ist eine absolute Schande, dass wir jetzt immer noch über neue Waffenlieferungen, über Kampfjets, über irgendwelche neuen Sanktionen reden, während unser eigenes Land vor die Hunde geht. Was ist das jetzt zum Beispiel wieder, dass man Sanktionen macht, dass es eben keinen Diesel mehr aus Russland geben soll, was wieder dazu führen könnte, dass die Preise für Diesel hierzulande steigern? Also es ist ja nicht so, dass man nur einmal solche Sanktionen verhängt hat und gut ist es. Wir reiten uns ja mit jedem Tag, der vergeht, immer tiefer praktisch hier in diesen ganzen Wahnsinn rein. Und deswegen sage ich klar, dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland, der muss beendet werden zum Wohle unseres Landes und auch zum Wohle unserer Bürger, weil die deutschen Bürger sind es der Ukraine oder den geopolitischen Interessen der USA nicht schuldig, hier selber in einem Land zu leben, was irgendwann bald in wirtschaftlichen Trümmern liegen wird. Deswegen meine Bitte, teilt wirklich dieses Video überall. Das hier sollte wirklich jeder mal sehen, weil das hier sind Fakten. Um die Blamage von Ricarda Lang zu komplettieren, muss man noch anmerken, dass sie selbst jetzt erst wieder gepostet hat, hinter ihr würde ein Jahr voller schlafloser Nächte liegen. Ja, soll ich da jetzt Mitleid haben oder was? Was ist eigentlich mit den ganzen deutschen Bürgern, die wegen genau dieser grünen Politik und ihrer eigenen wirtschaftlichen Situation schon wirklich auch ein Jahr lang schlaflose Nächte haben, mit wesentlich größeren Existenzsorgen, als sie eine Frau Lang je haben will? Und das ist eben auch schon der springende Punkt, Leute. Ihr wisst, ich bin Mann der offenen Worte. Dafür schätzen mich auch die meisten von euch. Ich habe ja gesagt, dass ich hier überhaupt noch weiter Videos mache, dass ich überhaupt noch weiter aktiv bin, obwohl wirklich jedes einzelne Video, was ich gerade mache, hier dazu führt, dass ich wirklich jeden Tag hundertfach beleidigt und bedroht werde. Da habe ich ganz klar gesagt, das mache ich nur wegen euch. Und auch aus einem anderen Grund noch, den muss ich auch anmerken, weil ich es nicht zulassen kann. Ich kann es nicht mit meiner Ehre vereinbaren, nicht mit meinem Gewissen, nicht mit meiner Menschlichkeit zu sehen, wie solche Politiker unser Land an die Wand fahren. Ich würde einfach nur zuschauen, wenn ich hier die Fähigkeit habe, solche Videos zu machen. Das wollte ich nochmal ganz klar sagen, weil ich eure tollen Kommentare auch gelesen habe unter meinem letzten Video, die mich alle dazu aufgefordert haben, weiterzumachen. Und deswegen sage ich auch ganz klar, hier geht es weiter, wenn ihr es möglich macht, dass es weitergehen kann, wenn ihr meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und wie gesagt, diese Arbeit kostet extrem viel Zeit und Ressourcen. Deswegen danke ich jedem Einzelnen, der die Möglichkeit hat, sie weiterhin zu ermöglichen mit seiner Unterstützung. Danke an jeden Förderer. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich freue mich sehr, wenn ihr das noch macht. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.